Olá, eu sou a Erika Hilton, vereadora aqui na cidade de São Paulo, a mulher mais bem votada do país nestas eleições, logo após o bolsonarismo. Olá, meu nome é Ju Cavalcante, sou co-deputada estadual pelo mandato coletivo das juntas aqui em Pernambuco. E hoje eu venho trazer a reflexão da importância, o quanto Rosa Luxemburgo fez na história da mulher e nos espaços de poder e nesse espaço das instituições. É muito importante trazer essa visão do que ela nos inspira e nos inspirou durante a luta dela, né, que é uma luta que fazia para dentro e para fora, na questão da classe trabalhadora, combatendo todas as formas de opressão. Então, os legados, os escritos, a obra e a construção de Rosa Luxemburgo inspira a nós mulheres que alçam e pensam ocupar um cargo político a nos colocarmos e a sermos protagonistas de uma transformação e de uma revolução social que só pode ser feita a partir das mãos dos mais pobres e a partir de uma perspectiva matriarcal. Etwas, was wir sehr spät gelernt haben als Feministin, dass man mit Widersprüchen arbeiten muss. Wenn man die Dinge in Bewegung denkt, muss man sehen, wo sind sie widersprüchlich und die Seite, wo die Widersprüche weiterführen, aufnehmen und nicht konfrontativ alles überhaupt ablehnen oder so. Und da ist es zum Beispiel so, das Parlament. Soll man wirklich in dieses Parlament, was man schon als bürgerlich erkannt hat, ist zwar eine bürgerliche Errungenschaft verglichen zum Königtum, aber wollen wir wirklich im Parlament sein? Und dann könnten wir das gleich empört ablehnen, aber nicht Luxemburg. Luxemburg lehrt uns, dass das Parlament die Form ist, in der wir unsere Widersprüche austragen und nach vorn bringen können. Im Parlament, indem wir gegen das Parlament als bürgerliche Schwatzbude sind, so spricht sie das auch, ist es doch gleichzeitig das Terrain, in dem als einziges laut wird, worum es eigentlich geht. Hallo, ich bin Cornelia Möhring, ich bin die frauenpolitische Sprecherin der Linksfraktion im Deutschen Bundestag. Ich habe aus der Beschäftigung mit Rosa Luxemburg viele Anregungen gewonnen, die ich auch direkt in meiner parlamentarischen Arbeit einsetzen kann und die für die linke feministische Bewegung insgesamt sehr hilfreich sind, wie ich finde. Eine dieser Anregungen kommt aus Luxemburgs Vorschlag, dass wir das Parlament als Bühne nutzen sollen. Und damit meinte sie sicherlich nicht eine Bühne, in der einzelne bedeutende Abgeordnete sich produzieren, sondern dass wir Verstärkung sein sollen für die zivilgesellschaftlichen Akteuren und Bewegungen. In dieser Aufforderung steckt auch, dass wir nicht stellvertretend und losgelöst im Parlament arbeiten, sondern immer im stetigen Wechselverhältnis und Austausch mit eben diesen zivilgesellschaftlichen Akteuren. Soy Pierina Ferretti, soy integrante de la Fundación No 21 de Chile. La figura de Rosa Luxemburgo para nosotros es fundamental, sobre todo en este tiempo, ya que nos habla de un socialismo libertario y radicalmente democrático. Y al mismo tiempo, su concepto de realpolitik revolucionaria nos invita a pensar con audacia lo que es intervenir y hacer política en las calles, en los movimientos masivos, pero también en las instituciones. A salir de nuestra zona de confort y a asumir los desafíos de esta mezcla entre la calle y las instituciones. Y también a pensar la articulación entre la lucha masiva, espontánea, de las masas en las calles y la necesidad de elaborar instrumentos políticos y estrategias para poder dar proyección a esas mismas luchas. Ich bin Janine Wissler, ich bin Mitglied des Parteivorstands Die Linke und Fraktionsvorsitzende der Linken im Hessischen Landtag. Rosa Luxemburg war Zeit ihres Lebens politische Aktivistin. Sie hing nicht der Illusion nach, dass man Gesellschaft grundlegend verändern kann über Parlamente und Regierungen,
sondern in Massenstreiks, in Protesten und Bewegungen sah sie die Keimzelle einer neuen Gesellschaft. Sie stand für die Idee des Sozialismus von unten, der durch Kämpfe und der durch die Selbstemanzipation von Menschen entsteht. Denn nur wer sich bewegt, spürt seine Fesseln. Rosa Luxemburg hat sich für eine demokratische, sozialistische Gesellschaft ohne wirtschaftliche Ausbeutung und ohne politische Unterdrückung eingesetzt. Então, hoje, ter mulheres na instituição, ter mulheres nesse espaço de poder, se reverbera muito ao que ela sempre falava, né? Que para ter um novo mundo, tem que se destruir o antigo. Então, espero que todas as mulheres, parlamentares ou não, mulheres que acreditam nas lutas sociais, mulheres que acreditam na transformação, possam se inspirar nas obras, na trajetória e na vida de Rosa Luxemburgo. Ihr Andenken zu bewahren heißt vielmehr, den Kampf gegen Krieg, gegen Kapitalismus und gegen Faschismus zu führen. Und dabei sollten wir uns leiten lassen von der Zuversicht und vom Optimismus Rosa Luxemburgs, die die Hoffnung auf eine andere Welt nie aufgegeben hat. Sieh, dass du Mensch bleibst. Menschsein ist von allem die Hauptsache. Und das heißt, fest und klar und heiter sein. Ja, heiter, trotz alledem.